Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Also, auch in der zweiten Ferienwoche wird wohl die Rodelbahn, die sich hier im Hintergrund befindet, wohl verwaist bleiben. Denn es kommen relativ milde Luftmassen zu uns heran und die sorgen bekanntlich für keinen Schnee. Wenn nicht gerade jetzt die Stadt irgendwelche Schneekanonen aufstellt nächste Woche, dann wird es hier auch grün oder beziehungsweise graubraun bleiben. Kommen wir erstmal zum Wochenende. Am Sonnabend gibt es sehr, sehr viele Wolken, dazu starken Wind und im Tagesverlauf wird es immer wieder mal Regenschauer geben. Anfangs ist es dann teilweise noch Dauerregen, insbesondere in den Morgenstunden, aber das wird dann sich so ein klein bisschen auflockern, aber nur so ein ganz klein bisschen. Verantwortlich dafür bin ich, das Tief Thomas, und der Wind, der wird auch nicht ganz ohne sein. Windstärke 6 bis 8 in Spitzen sind durchaus möglich. Wer richtig sich Wind um die Nase wehen lassen will, der kann gerne an der Ostsee fahren, da haben wir Windstärke 9. Der Sonntag zeigt sich dann auch weiterhin grau, anfangs vielleicht noch ein paar kleine Wolkenlücken, aber im Tagesverlauf doch viele Wolken und immer wieder Regen. Dazu insgesamt am Wochenende Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad, das ist alles andere als Winter, auch nachts haben wir keinen Frost zu erwarten. Anfang der nächsten Woche, also am Montag, wieder der Wind ein bisschen kräftiger, nachdem er am Sonntag so ein bisschen eingeschlafen ist. Dazu dann Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Es wird ein klein bisschen kühler, so Werte so um die 5 Grad am Montag. Dienstag dann ein bisschen freundlicher, es wird wahrscheinlich trocken bleiben, so ein Sonne-Wolken-Mix. Nachts gibt es den leichten Frost, wie gesagt, da könnten die Schneekanonen in Einsatz kommen, wenn wir welche hätten. Und am Mittwoch, da kommt dann wahrscheinlich wieder etwas dichtere Wolken, die sorgen dann wieder für ein bisschen Nieselregen. In der zweiten Wochenhälfte scheint es auch eher wechselhaft zu bleiben und vom Winter weit und breit keine Spur. Bis zum nächsten Freitag, Ihr Thomas Daniels. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr für Sie vor Ort erreichbar.